Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Hospital, unserer Krankenhaus-Simulation. Ja, in der letzten Folge haben wir so einen kleinen Notaufnahmebereich erschlossen, ne, mit dem kleinen Wartezimmer. Da haben wir auch schon drei Patienten. Ne, der Herr Stachelhaus ist gerade in Behandlung. Oh, ein Rinderbandwurm hat er. Und haben dann hier eine Toilette gebaut, so einen kleinen Korridor. Und auch hier dementsprechend, ja, so ein Ärztezimmer. Und wir haben Frau Susanne Ziegler hier eingestellt, ne, die halt hier für die Diagnosen tätig ist. So, wieder einen glücklichen Patient behandelt. Das heißt, wir können da auf jeden Fall wechseln zwischen der Arzt kontrolliert, also hier die Ärztin in dem Fall, und auch hier selbst entscheiden. So, wir müssen 10 Patienten behandeln. Wir haben aktuell 2 Patienten behandelt. Was haben wir hier? Aha, die Mitarbeiter. Wir können bis zu 200 Mitarbeiter einstellen. Oh, das wird ja richtig Wusel. So, guten Tag, Herr Fischer. Nehmen Sie doch bitte Platz. Wir übernehmen. Der Herr Dr. Homer kümmert sich jetzt um Sie. So, wie geht's Ihnen denn? Was haben Sie denn? Oha, Sie haben eine Beinverletzung. Aha. Oha. Also können Sie nicht mehr richtig bewegen, das Bein. Ja, habe ich richtig verstanden. Okay. So, geplante Maßnahme wurde abgeschlossen. So, wir machen mal eine körperliche Untersuchung, machen sich mal frei. Und das Tolle ist, glaube ich, die hat so eine Spezialfähigkeit. Ah, guck mal, da können wir dann noch gleich drauf zugreifen. Hier sehen wir es auch. Eine erweiterte Diagnose. So, jetzt gucken wir mal. So. Also bisher könnten wir einen Verband machen. Okay. Eine Empfehlung aussprechen. Eine Beinverletzung. Oha. Ein Hämatom. Schmerzen hat er. Mhm. So. Hier steht auch noch was, was wir machen könnten. Oha. Da brauchen wir einen Röntgenraum. Mhm. Gute Frage, was wir da jetzt machen. So, was machen wir denn da? Müssen wir den Röntgen oder was sollen wir da jetzt machen? Komisch. Wir gehen mal auf okay. Wir machen jetzt erstmal, vielleicht können wir hier noch ein verstecktes Symptom. So, machen wir die erweiterte Diagnose jetzt. Gucken, was die da noch rausfindet hier, die Frau Doktor. Kurz einen Schluck trinken. Mhm. So. Aha. Wir haben immer noch eine Beinprellung. Okay, also Beinprellung. Ah, wir können es nicht klar sagen, ey. Was ist es denn jetzt? Toll. Da müssen wir jetzt hier wieder bauen. Und zwar, was ist das denn hier? Abteilung wählen? Ah, den können wir noch nicht rüberschieben. Okay, machen wir kurz okay und machen wir kurz eine Pause. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall röntgen, weil wir wissen jetzt nicht, was es genau ist. Und eine Diagnose möchte ich jetzt ungern machen. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall die Gliedmaßen röntgen. Und dazu brauchen wir einen neuen Bereich. Und den bauen wir jetzt hier drüben hin. So, wir machen das mal kurz zu. Haben wir kurz auf Pause gemacht. So, das heißt, wir brauchen eine Radiologie. Das haben wir hier. Okay. Ja, brauchen wir auch wieder ein Wartezimmer. Das ist ja doof. Aber brauchen wir nur ein kleines, wa? Und einen Röntgenraum. Okay. 5x5 Minimalgröße. Und wieder ein Wartebereich. Okay, wir können ja einen Wartebereich machen. Das heißt, wir könnten ja jetzt hier oben, wie groß muss das denn mindestens sein? 4x2. Ja gut, so viel ging, glaube ich, nicht zum Röntgen, ne? Machen wir 4x5. So, das ist hier der Wartebereich der Radiologie. Das heißt, wir müssten jetzt hier wieder, wir machen das mal ein bisschen andersfarbig. Ein bisschen hellblau. Wir könnten ja hier einfach hier so einen kleinen Wartebereich machen. So. Das Gelbe ist optional, so wie ich das richtig verstanden habe.
Ein Snackautomat braucht man jetzt nicht unbedingt. Und dann brauchen wir auf jeden Fall, im Röntgenbereich. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Boden. Ich glaube, wir sollten das hier so... Weiß ich nicht. Nein. Nein. Ich will das doch gar nicht. Verdammt. Wir fließen das jetzt mal hier. So. Machen den Bereich jetzt auch mal hier mit Fliesen. Komm. Dann haben wir das alles einheitlich hier. Und gehen dann wieder hier auf die Radiologie. Okay. So. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch wieder hier so eine Nummern ziehen, aber nee, da brauchen wir glaube ich nicht. Röntgenraum, der muss 5x5 mindestens groß sein. Okay. Dann bauen wir den Röntgenraum mal am besten hier so hin. 5x5. Ja, komm, machen wir da ein bisschen größer noch. So. Da fehlen jetzt noch ein paar Sachen. Natürlich auch eine Wand. So, das heißt, wir müssten erstmal wieder jetzt hier ein bisschen bauen. Würden jetzt hier quasi einen Eingang dann bauen. Was nehmen wir denn für den Innenbereich, für eine Farbe hier? Ich würde sagen, vielleicht... sowas hier. So. So, haben wir auf jeden Fall eine Tür noch. Die bauen wir am besten hier so hin. Zack. Doppeltür-Röntgenraum. Oder bauen wir die hier so hin? Ich würde sagen, das machen wir hier oder da. Nee, das machen wir da. So. Fehlende Ausstattung. So, dann klicken wir wieder hier auf den Raum drauf. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen einmal ein Röntgenteil hier. Oha, das ist riesig. Oh, oha. So, auf jeden Fall... so ein Röntgen-Ding hier. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Steuerkonsole. Für das Röntgengerät hier. Können wir es auch hier bauen? Dann stellen wir das mal da hin. Ne, das machen wir da nicht hin. Ist nämlich doof. Machen wir weg. So, eine Röntgen-Steuerkonsole, die packen wir mal hier in die Ecke. So, dann brauchen wir noch einen... so eine Röntgenbildanzeige. Das können wir ja dann hier so platzieren. Okay. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch einen... Geräteschrank. Den können wir hier drunter platzieren, würde ich sagen. Beziehungsweise, ja, machen wir dahin. Hier kommt dann noch hier so ein größerer Schrank hin. Und eine PC brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Vielleicht auch noch mal hier so ein... so einen kleinen Hocker? Nee, das passt nicht. Okay. Nee, das passt irgendwie nicht. Lassen wir mal weg. So, was bauen wir denn noch hier? Sichtschutz. Nee, brauchen wir irgendwie nicht.
Gerätetisch. Oh, ein Schreibtisch. Oh, der ist viel zu groß. Ne, das passt doch gar nicht. Ich hoffe, was fehlende Ausstattung? Wir gehen mal raus jetzt hier. Nee, haben wir alles? Okay. Gut, ich dachte, man bräuchte da jetzt noch irgendwas. Jetzt müssen wir einmal hier den Boden noch bauen. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Wand hier. Nehmen wir mal nur hier farbige Fliesen. So, das haben wir auf jeden Fall auch fertig. Dann bauen wir einen Boden. Boden nehmen wir mal. Nehmen wir den jetzt hier. Farbige Fliesen. Jo. Ein bisschen pink. So, dann brauchen wir noch wieder ein Schildchen hier draußen. Der Röntgenraum. Röntgen, Röntgen, Röntgen. Haben wir da irgendwas? So ein Schild? Was ist das? Ultraschall. Überwachungsstation. Radiologie. Nehmen wir mal hier so einen schwarzen. So, jetzt haben wir da ein Schild. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, hier noch eine Person, die wir einstellen. Verwaltungsmodus, genau. Das war das. Was? Fehlendes Personal. Fehlende Ausstattung. Da fehlt jetzt was. Was fehlt denn da jetzt? Echt ein PC, Leute? Kann doch nicht sein. Dann muss ich das hier anders bauen. Okay. Dann packen wir das mal dahin. Dann müssen wir doch einen Schreibtisch hinbauen hier. Verrückt. Brauchen wir auf jeden Fall noch hier so einen Bürostuhl. Okay. Ach so. Aber jetzt ist das doch wieder. Das ist doch jetzt gelb. Das kann doch gar nicht sein. So, dann machen wir da so einen Bürostuhl hin. Hier so ein PC brauche ich. Okay, jetzt haben wir alles fertig, ja? Jetzt gucken wir nochmal, ob uns jetzt hier irgendwas fehlt. Ne, Röntgenraum ist jetzt eingerichtet. Okay, und jetzt können wir hier so einen technischen Assistenten einstellen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wen haben wir da? James Hall. Okay, Radiologie-Assistent 29%. Okay. Biochemie. Uh-huh. 353, guck mal. Der ist besser als der. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder auch eine Assistentin hier. Das ist jetzt die Frau Taylor. Jetzt machen wir weiter hier. Jetzt können wir nämlich hier den guten Mann zum Röntgen schicken. So. Da geht es jetzt hier vorbei. Der geht jetzt hier hin oder setzt sich in den Wartebereich. Ach, der läuft direkt durch. Das ist auch schön. So. Und dann wird jetzt hier geröntgt. Oha. Oha. Finde ich auch cool, er hat eine Beinverletzung, dann zieht er nur die, den unteren Bereich aus. Ja, das macht ja Sinn, ne? So, da haben wir schon den nächsten Patienten hier. Das ist der Herr Graf, auch ein Hämatom. So, jetzt wird hier die Diagnose gestartet. Ach, guck mal, da guckt sich das an hier. Das ist ja cool. So, lassen wir den mal hier. Den Herrn Stachelhaus hatten wir schon weg. So, das müsste der Herr Fischer sein, genau. So, jetzt haben wir das hier quasi abgeschlossen. Mal gucken, ob wir jetzt hier eine... Oh,
Wir haben eine Beinprellung. So, das heißt, der geht jetzt wieder zurück. Da können wir die Diagnose stellen und können einmal eine Betäubungssalbe nehmen und ihm einen Verband geben und eine Empfehlung aussprechen. Ja, das können wir alles machen. Das heißt, der ist jetzt wieder hier in dem Bereich. Wir gucken uns mal hier den Herrn Graf an. Das müsste der hier sein. Der wird jetzt von der Ärztin kontrolliert und der hat eine Handprellung, das hat sie festgestellt und kriegt Betäubungssalbe und Analgetika. Und hier warten dann quasi auch die anderen dementsprechenden Patienten. Der wird dann gleich wieder aufgerufen. Nein, nicht nach Hause. Nein! 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 Nein, geh doch nicht weg. Ich wollte doch einfach nur mal gucken, was das ist. Jetzt geh doch nicht nach Hause. Verdammt. Nein! Oh, nein. Zwei unbehandelte Patienten, das ist doch mies. Wollte ich doch gar nicht. Verdammt. Oh, nein. Toll. Der ist behandelt. Ja. So, können wir den schließen? Vielleicht sehen wir den irgendwann nochmal wieder. Oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich den hier nicht. So gehst du nach Hause. Achso, der war fertig. So, drei Patienten haben wir behandelt. Wir haben jetzt gleich Mittag. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier Frau Bettina Zimmermann an. Wir übernehmen natürlich wieder die Kontrolle. Oh, ein Golferellbogen hat sie wahrscheinlich. Okay. Oh, die hat Fingertaubheit. Mhm, könnte vielleicht vom Rücken kommen. Das heißt, wir werden erstmal körperliche Untersuchung machen. So. Dann gucken wir mal, was denn die Diagnose da bringen wird. Drei versteckte Symptome. Kubital, was? Tunnel sie? Okay. Ellbogenbereich. Oh. Schon abgeschlossen. Da haben wir das Renault-Syndrom. Das Renault-Syndrom verursacht Taubheit und Kälte in den Fingern und Zehen. Aha. Hm. Das heißt, das können wir schon mal festlegen. Okay. Und was empfehlen wir dort? Auf eine kalte Außentemperatur. Mhm. Was? Medikamente zur Entspannung? Ah, okay, klar. Wenn man kalte Hände hat, dann müssen sich die Venen oder die Blutgefäße erweitern. Das heißt, wir machen das und machen eine Empfehlung des Arztes, ne? Oder der Ärztin in dem Fall. Und dann haben wir das auch gleich schon abgeschlossen. Wird jetzt Medikament verschrieben. Ja, die langweilt sich hier irgendwie. So. Ja, auf jeden Fall läuft es so langsam hier in unserem Krankenhaus, auch wenn wir den einen Patienten unbehandelt zurückgeschickt haben. Doof. So, jetzt kriegt sie das Medikament hier. Und da kriegt sie noch eine Empfehlung ausgesprochen. Und dann kann sie gleich nach Hause gehen. Ach, guck mal, da liest einer hier die Infos. Das ist der Herr Kanis. Okay, der geht zu seinem Stuhl. So, hier haben wir alles abgeschlossen. Das heißt, wir können die Frau Zimmermann jetzt nach Hause schicken. Ne, erholen sich gut. Gute Besserung. Einen schönen Tag noch. So. Ja. Ich würde sagen, Leute, das war es erstmal wieder mit einer Folge hier. Wir werden sehen, ob wir in der nächsten Folge hier die 10 Patienten erreichen werden an einem Tag. Ich denke, ich bin da guter Dinge, auch wenn ich, ja, wenn zwei Leute irgendwie nicht behandelt wurden, warum auch immer. Den einen habe ich ja selbst verursacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.